heutigen Folge Roblox Brookhaven adoptiere ich einen Hund, den ich am Ende herausgefunden habe. Naja, es ist zwar ein Hund, aber ja, er war am Ende doch anders, als ich eigentlich erwartet hatte. Viel Spaß. Was, ich habe einen Hund? Wow. Oh Mann, ey. War wieder nur ein Traum. Oh Mann. Leute, ihr müsst wissen, ich liebe Hunde und ich hätte auch gerne persönlich selber einen, aber leider habe ich keinen und ich würde mir gerne einen wünschen. Leider ist nur nie einer auf der Straße, der noch nicht adoptiert wurde. Und ich werde wahrscheinlich nie Glück haben. Naja, ich esse erstmal eine Banane. Ich habe nämlich echt Hunger. Was Richtiges zu essen habe ich auch nicht mehr. Oh Mann, ey. Ich träume gefühlt jede Nacht davon, ich bekomme ein Hundi. Aber leider bekomme ich nie ein Hundi oder finde nie einen. Und das ist leider das Traurige an mir. Ich finde nie einen kleinen Hundi, den ich adoptiere. Na gut, okay, ich gehe jetzt erstmal aus meinem Haus raus. Und laufe hier einfach mal lang. Oh ja, ich muss so oder so schon wieder einkaufen. Also, naja. Warte mal, was? Sitzt hier etwa ein kleiner süßer Hundi? Oh, wie süß! Ein kleiner süßer Hundi! Oh mein Gott! Dich nehme ich mit! Oh ja, ich habe jetzt auch einen Hundi! Ja, hier, ja, du kommst schnell mit in mein Haus! Ich wollte schon immer mal einen Hundi haben! Oh mein Gott! Ich habe einfach einen Hundi gefunden! Wie cool! So, kleiner Hundi! Oh, wie süß, ein kleiner Hundi! Oh, er krabbelt hierbei rum. Hey, kleiner Hundi, was machst du? Oh mein Gott, Freunde, wir haben jetzt einfach einen Hundi adoptiert. Naja, wenn er einer Familie gehört, dann möchte ich ihn eigentlich. Aber es ist anscheinend ein kleiner Welpe. Es ist ein kleiner süßer Welpe, der hier rumstreikt. Und cool, der hat sogar Hundeklamotten an. Leute, kennt ihr diese Klamotten, die extra für Hunde sind? Die hat er hier einfach an. Oh mein Gott, wie süß. Wie süß, hat einfach mal ganz kurz, hört einfach mal Hundeklamotten an. Wie cool ist das denn, bitteschön? Ist ja mal mega krass. Und, oh, wie süß. Okay, das scheint mir wohl so, wie als müsste ich jetzt auch ein bisschen was für den Hundi kaufen. Ich meine, irgendwie müssen wir den Hundi auch versorgen. Okay, Leute, der Hundi hat sich jetzt erstmal schlafen gelegt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal einkaufen, damit der Hundi sich auch wohlfühlt bei mir zu Hause. Das heißt, wir müssen ihn direkt so. Hier steht mein Auto, warum auch immer das hier einfach so rumsteht. Und ich würde sagen, oh, der Einkaufsladen ist ja genau schon hier. Na gut, dann gehen wir da, würde ich sagen, direkt mal rein und kaufen hier einmal einen Hundefuttersack, damit er hier auch natürlich Hundefutter hat. Ich würde sagen, Hundefutter haben wir auf jeden Fall für den Hundi. Das. Okay, das packen wir auf jeden Fall direkt schon mal hier in den Kofferraum rein. So, zack. Und dann würde ich sagen, fahren wir weiter und besorgen den Kleinen mal ein Bettchen. So, hier im Möbelhaus sollten wir dann auch schon was finden. Schauen wir mal. Ah, ja. Hier muss doch irgendwo... Perfekt. Hier ist ein Bettchen. Hier haben wir dann auch schon das Hundbett. Und ich würde sagen, das nehmen wir auch direkt mit und packen es hinten in den Kofferraum von meinem gestohlenen Auto. So, ich habe mein Auto einmal ganz schnell hergezaubert und ich würde sagen, auch wir packen das Hundebett auch jetzt rein und jetzt brauchen wir already nur noch eine Sache, nämlich Spielzeug, und dafür gehen wir einfach mal in den Kindergarten und klauen uns hier einfach mal was. Ich würde sagen, dieses Flussbett hier können wir auf jeden Fall mitnehmen für ihn und vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Nein, ich glaube, dieses Flussbett reicht für ihn. Okay, dann haben wir jetzt alles für unseren Hundi und ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal ganz schnell wieder zurück nach Hause. Und geben den Hundi dann unsere Sachen, die wir für ihn gekauft haben. Da sind wir! Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in mein Haus rein. Und so und so. Und da werden wir auch schon. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal, wo der Hundi ist. Ob der immer noch am Schlafen ist. Und ja, er ist immer noch am Schlafen. Okay, ich würde sagen, wir geben ihm direkt mal das Hundefutter. Mal gucken, ob er aufwacht, wenn wir ihm hier das Hundefutter hingeben. Na komm schon, Hundi. Oh, er ist gesprungen. Oh ja, 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 er will auf jeden Fall das Hundefutter haben. Oh ja. Willst du haben, ne? Ja, hier. Wir geben sie mal. Und da hat er jetzt das Fressen und er frisst das jetzt hier einfach mal. Oh ja, Hundi. Aber du bekommst nicht nur Essen, sondern du bekommst auch Spielzeug. Ja, guck hier. Spielsachen für dich. Na, willst du Spielsachen haben? Ja, du willst Spielsachen haben. Ich weiß.
Ja, okay. Ich würde sagen, ich gebe dir dann auch direkt mal die Spielsachen. So, da hast du deine Spielsachen. Ah, oh, wie süß. Okay, anscheinend setzt er sich in die Ecke und spielt mit seinen Spielsachen. Ja, ja, ja. Okay, Leute, und jetzt haben wir nur noch eins. Das Hundebett. Oh ja. Ich würde sagen, das packen wir ihn auch direkt mal in mein Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer ist nämlich hier. Und dann werden wir direkt mal das Hundebett schön in mein Schlafzimmer bauen. So, ich würde dich einmal ganz kurz hinpacken. Da haben wir sein Hundebett. Und ich würde sagen, wir bringen ihn jetzt auch direkt mal ins Schlafzimmer. Hey, Hundi, komm mal mit. Ja? Ja, komm mal mit. Ja, okay. Er kommt mit, Leute. Komm mal mit drüben in das Zimmer. Los, 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 komm. Wo bleibt er denn? Oh, da ist er ja schon. Guck mal hier, ein Bettchen. Er hat sich direkt reingelegt. Ja, gute Nacht, kleiner Hundi. Kleiner Wauzi. Oh mein Gott, Freunde, wir haben jetzt einfach endgültig einen Wauzi. Wir haben alles für ihn gekauft, was er brauchte. Jetzt haben wir endlich einen Wauzi. Zumindest ich habe endlich einen Wauzi, was mega, mega cool ist. Und ich würde sagen, ich muss jetzt selber erstmal essen machen, weil ich habe, naja, nur eine Banane gegessen. Das heißt, ich muss erstmal selber für mich einkaufen gehen. Ich habe mir da schon ein schönes Happy Meal gekauft, was ich jetzt erstmal essen werde. So, und dann setzen wir so hin und würde ich sagen, dann essen wir das Ganze erstmal. Und ja, dann würde ich sagen, das habe ich schon das Rückmal gesagt, essen wir das erstmal. Ja, dann lege ich mich erstmal schlafen. Okay, ein neuer Tag. Hat sie? Ich habe ihm ja noch gar keinen Namen gegeben. Ich glaube, ich nenne ihn Tommy. Aber wo ist denn Tommy? Tommy? Tommy! In diesem Zimmer ist er auch nicht. Mehr hat er doch noch gar nicht gesehen. Tommy! Komisch, Leute. Tommy ist irgendwie nicht da. Tommy! Warum, wo ist Tommy denn hin? Hä? Der war doch noch hier. Tommy? Oh nein, Leute, was ist, wenn Tommy gegangen ist? Wir schauen nochmal auf den Balkon nach. Tommy! Oh nein, was ist, wenn Tommy wirklich gegangen ist? Wir müssen schnell raus. Tommy! Tommy, bist du von mir gegangen? Leute, mag mich Tommy etwa nicht mehr? Oder warum ist er nicht mehr bei mir? Er ist einfach gegangen, Leute. Er ist einfach weggelaufen von mir. Hey, Kleiner, ne? Hallo, Mama, da bist du ja endlich. Ja, ich musste dich ein bisschen länger allein lassen. Ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm für dich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Du warst doch vorher noch da am Rumsitzen, oder? Ja, ich habe mir wieder so getan, als würde ich adoptiert werden wollen. Und dann hat mich adoptiert. Aber ich bin vorhin weggerannt. Er war so froh und hat mir alles gekauft. Ich habe ganz viel mitgenommen. Guck mal hier. Neues Futter, Spielzeug und ein Schlafbällchen. Das hat er aber in seinem Haus. Aber ich habe auf jeden Fall richtig viel Futter wieder ermorden können. Oh ja, das ist sehr gut, mein kleiner Sohn. Komm, gib dir mal was ab. Ja, hier. Perfekt, mein Sohn. Dann haben wir jetzt beide was zu essen. Ich würde sagen, dann können wir doch was essen. Oh ja, let's go. Oh, ich habe schon so Hunger. Ja, ich habe auch schon übelst Hunger. Oh ja, hast du noch dein Spielzeug? Ja, eigentlich habe ich nicht mehr so viel Hunger, aber trotzdem esse ich noch, weil irgendwie hat man immer Hunger, stimmt's? Oh ja, Hunger hat man irgendwie immer als Wolf, beziehungsweise eigentlich gehen wir zum als Hund aus, aber nicht eigentlich Mama, Wolf. Ich komme hier nicht hoch, guck. Ich komme nicht hoch. Hilfe. Ja, ich komme gleich zurück. Ich gehe ganz kurz deinen Vater holen. Warte da. Oh Mann, vielleicht ist der Tommy hier. Hey, Tommy. Wer bist du denn? Ich meine... Ja, Tommy. Du bist es. Du bist der unsichtbare Hund, den ich gesucht habe. Endlich bist du wieder bei mir. Tommy, warum haust du denn auch von zu Hause ab, ey? Was soll denn das?
Oh, du kommst da nicht hoch? Nein, 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 du kommst mir mit nach Hause. Ich kann dir auch wieder Fressen kaufen. Oh ja, wie sehr hast du schon Fressen? Naja, okay. Tommy verhält sich irgendwie komisch. Ich dachte eigentlich, der hat mich mehr lieb, aber anscheinend mag er mich nicht oder so. Ich habe keine Ahnung, was mit Tommy los ist. Aber auf jeden Fall, ich glaube, er mag mich. Er ist auf jeden Fall mein Hundi und er wird für immer mein kleiner süßer Hundi bleiben. Stimmt's, Tommy? Oh ja, er ist auf jeden Fall abgedampft. So. Du bist ja noch einer von denen. Aber was machst du hier? Hast du gerade meinen Sohn angefasst? Ja, warum? Das ist mein Sohn und nicht deiner. Ja und? Das wirst du bereuen! Oh Mann, ey, das hat echt dir getan. Haha, jetzt kann ich auch nochmal mit dir reden. Du weißt gar nicht, wer ich in echt bin. Wer denn? Ich bin ein Wolf und ich bin gar nicht dein Hund, sondern ich habe eine Familie. Und du warst schon von Anfang an kacke. Ich habe dich bestohlen mit Essen und Spielzeug, damit ich endlich wieder was habe für meine Familie. Mein Plan ist aufgegangen. Yay! Und jetzt schnell zu Mama. Oh Mann, ey Leute, was ist das denn? Dann habe ich jetzt wieder keinen Hund. Ich wollte eigentlich einen Hund haben und ich habe mich so gefreut, dass ich einen habe. Und am Ende ist es doch kein Hund, sondern von irgendeinem Streuner, der eigentlich schon eine Familie hat. Na gut, dann ist kein Streuner, aber es ist eigentlich ein Hund, der schon eine Familie hat. Oh Mann, ey, Leute. Naja. Aber, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Falls ihr mehr von Roblox Brookhaven haben wollt. Oder, keine Ahnung, falls ihr mehr von so welchen Roleplays haben wollt mit Tieren, wo ich die adoptiere oder so. Oder wo ich allgemein Kinder adoptiere, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Habt noch einen guten Tag. Haut rein. Ciao. Leute.